Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt ein paar News bzw. ja, eine Neuigkeit, über die ich mit euch sprechen muss. Und zwar geht es um das Enduro-Rennen, was jetzt am Wochenende auf dem Plan gestanden hätte. Ich bin jetzt allerdings das zweite Mal mega krank geworden innerhalb von 3 Wochen und lag flach mit Fieber und Co. Ich bin auch jetzt immer noch nicht richtig fit und fühle mich einfach nicht wirklich bereit, jetzt aufs Bike zu gehen und noch nicht mal Downhill zu fahren sowieso nicht, aber halt auch Uphill zu fahren nicht. Und deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, das Enduro-Rennen sein zu lassen. Ich habe leider keine Rücktrittsversicherung gebucht, deswegen bleibe ich auf dem Geld sitzen, aber die Gesundheit geht halt irgendwie vor. Und ich hab mich ja lange jetzt darauf vorbereitet, aber die letzten Wochen konnte ich nichts machen. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, ich war viel dann auf dem E-Bike unterwegs, weil ich halt noch angeschlagen war und deswegen einfach nicht so viel mich auspowern wollte. Und ich weiß genau, selbst wenn ich jetzt am Wochenende fit sein würde, dann würde es so sein, dass ich nicht die volle Leistung bringen kann und mir das irgendwie noch ein bisschen die Krankheit irgendwie in den Knochen steckt und ich trotzdem, weil das halt dann so eine Wettkampfsituation ist, würde ich sehr wahrscheinlich einfach viel mehr geben, als ich eigentlich geben sollte, weil ich ja noch angeschlagen bin. Und für mich ist das ganze Ding ja eh so ein Spaß just for fun Ding gewesen. Ich sage allerdings ungern irgendwelche Sachen ab oder mache sie nicht, vor allem wenn ich es irgendwie angekündigt habe, nicht, aber die Sache ist mir einfach zu links so. Gerade jetzt so in Zeiten, wo ich mitbekommen habe, wie viele Leute irgendwie eine Herzmuskelentzündung bekommen haben nach Krankheiten und so weiter und so fort, möchte ich einfach das Risiko nicht eingehen, mich da voll zu verausgaben und irgendwie da noch länger flach zu liegen, noch länger nicht auf dem Fahrrad sein zu können. Deswegen fällt hiermit diese Enduro-Serie erstmal flach. Ich glaube auch nicht, dass ich mir das dieses Jahr dann nochmal antun würde, darauf zu trainieren und so. Vielleicht nächstes Jahr eher, aber vielleicht fahre ich dann auch lieber sowas mit wie noch so ein Super Gravity Cup oder keine Ahnung, irgendwo ein Zeitfahren-Ding in Olpe mal, damit man mal so sieht, wo man so steht, ne? Aber erstmal mache ich mir jetzt gar keinen Druck. Bei mir ist in erster Linie steht jetzt auf dem Programm, wieder richtig gesund zu werden, richtig fit zu werden, dass ich auch meinem Körper selber wieder vertrauen kann, weil ich bin nie krank eigentlich und dann zweimal in so kurzer Zeit hintereinander nimmt mir so ein bisschen irgendwie Vertrauen zu meinem Körper. Und das gefällt mir halt überhaupt nicht, weil das hatte ich nie. Ich war immer fit, einsatzbereit, ich war wirklich nie krank. Wenn ihr Freunde von mir fragt oder den Steve fragt, der hat nie erlebt, dass ich irgendwie mal krank war. Ich hatte mal die Schweinegrippe, so, ne? Aber da hat es mich dann halt auch umgehauen. Aber sonst bin ich nie krank gewesen. Und jetzt hat es mich zweimal so weggehauen. Und deswegen, traurigen Herzens so, nehme ich mir jetzt erstmal diese Last halt irgendwie weg. Schieb das auf für später irgendwann mal. Vielleicht auch nie, keine Ahnung, wir gucken. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal mich darauf konzentrieren, wieder richtig gesund zu werden. Die letzten Wochen war auch krass viel Stress mit Arbeit und so. Das bekommt ihr ja gar nicht so richtig mit über YouTube und Social Media. Aber da ja YouTube nicht mein Job ist, muss ich nebenbei halt arbeiten. Und da war halt auch richtig, richtig viel los, was mich auch krass viel Kraft gekostet hat. Vielleicht war das auch alles einfach irgendwie zu viel. Und ich habe jetzt lange mit mir hin und her überlegt und auch mit Marc überlegt, weil der ja auch eigentlich das Rennen fahren wollte und so. Und ich den halt auch nicht hängen lassen möchte. Aber ja, wir haben uns da halt so entschieden. Und ich habe mich mehr oder weniger entschieden. Der Marc hat gesagt, ihm ist es
egal, er stellt das so frei. Fand ich auch cool, dass er da nicht irgendwie mir Druck gemacht hat oder sowas. Und ja, das wollte ich euch einfach nur kurz announcen. Nichtsdestotrotz kommen auf jeden Fall weiterhin Videos, auch wenn ich jetzt ein bisschen krank bin, angeschlagen bin. Aber es gibt ja ein paar Videos, die kann ich drehen, ohne jetzt großartig auf einen Trail zu gehen oder zu fahren. Und selbst wenn ich wieder fahren gehe, lasse ich einfach locker angehen, komme langsam wieder rein und so. Und ja, es kommen auf jeden Fall ein paar coole Projekte, Leute. Dürft euch freuen, stehen ein paar coole Sachen an. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euch jetzt auf diese Reise erstmal nicht weiter mitnehme. Aber ja, so ist das halt, ne? Anders geht's nicht. Das war so für mich auf jeden Fall so vom Gefühl her jetzt die beste Entscheidung. Und da stehe ich dann halt auch hinter. Und ja, auch durch das Kranksein hat dann halt auch die Vorbereitung und alles, es hat alles nicht hingehauen. So ist das halt manchmal, ne? Ja, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.